Ich hatte ja immer die Angst, wenn ich zu viele Faktoren bei allem mit einbeziehe, dass ich am Ende nicht mehr zum Urteil komme. Also die Universitäten sind voll von hochgelehrten Leuten ohne Thesen. Also ich habe schon etwas überspitzt in meinem Studium immer gedacht, bei denjenigen, die noch mehr gelesen haben als ich, lesen macht dumm. Also wenn ich wirklich alle Perspektiven in aller Gründlichkeit erforsche, weiß ich ja nicht mehr, wie ich irgendeine Struktur dominant setzen soll, dann löst sich der ursprüngliche Impuls, zu etwas Klarem zu kommen, auf in Gelehrsamkeit. Und diese Angst habe ich natürlich ein bisschen, dass überinformierte Gesellschaften quasi dazu neigen, keine Handlungsagenda mehr hervorzubringen. Ich halte es ja nicht für schlecht, dass die Leute sehr gut informiert sind. Aber die Fähigkeit, sich zu informieren, viele Dinge wahrzunehmen und ein Gefühl für die Komplexität eines Problems zu kriegen, ist enorm ausgeprägt. Aber die Reduktion all dieser Informationen in eine Handlungsagenda ist schwierig und deswegen sind die Meinungsstärksten meistens die Dummen. Je schlechter ich informiert bin, umso leichter ist es, eine klare Ansicht über die Welt zu haben.